Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Johanna Mickel-Leitner gegen Franz Schnabel. Schwarz gegen Rot. Die amtierende Landeshauptfrau gegen den Herausforderer. Jetzt das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Exklusiv auf OE24TV. Ja, willkommen auf OE24TV. Willkommen bei Fellner Live. Heute mit einer Spezialausgabe von Fellner Live an diesem Samstagabend mit zwei ganz speziellen Gästen. Und zwar ist es das erste TV-Duell zur niederösterreichischen Landtagswahl, die am 28. Jänner, also in zwei Wochen, stattfindet. Ich begrüße bei uns im Studio die niederösterreichische Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mickel-Leitner. Schönen guten Abend. Und Ihren Herausforderer, den SPÖ-Spitzenkandidaten Franz Schnabel. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Ja, eine spannende Wahl. Ich würde gern unseren Sehern als Ausgangslage ganz kurz die aktuellen Umfragedaten präsentieren, damit wir auch wissen, wie es momentan ausschaut. Wir schauen vielleicht ganz kurz auf die letzte Sonntagsfrage, die das Research Affairs Institut im Auftrag der Tageszeitung Österreich und von OE24TV durchgeführt hat. Und da liegt die ÖVP mit Johanna Mickel-Leitner deutlich auf Platz 1 mit 45%, allerdings ein Minus gegenüber dem letzten Ergebnis von 5,8%. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Auf Platz 2 allerdings ziemlich abgeschlagen. Die SPÖ mit Franz Schnabel kann gegenüber dem historisch schlechtesten Ergebnis vom letzten Mal leicht zulegen, aber nur leicht. Auch darüber werden wir gleich reden. Auf Platz 3 in dieser Umfrage die FPÖ mit Udo Landbauer, die derzeit laut der Umfrage zumindest am stärksten zulegen kann gegenüber dem letzten Ergebnis, nämlich 12,8%. Muss man auch dazu sagen, das letzte Mal ist ja das Team Stronach angetreten in Niederösterreich und diese Stimmen wandern sehr stark zur FPÖ. Und dann die Neos, die neu antreten mit 5%, wären knapp im Landtag und die Grünen als Zitterpartie mit 4% zittern sozusagen um ihren Verbleib im Landtag. Frau Landeshauptfrau, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. 45% laut der Umfrage wären es. Das wäre, glaube ich, auch so vom Ergebnis das, was Sie sich wünschen würden oder was Sie sich auch als Ziel genommen haben. Das ist das, was der Erwin Bröll beim ersten Mal bei seinem Antreten knapp erreicht hat. Das war sogar ein bisschen weniger, es waren knapp 44%. Es wäre aber trotzdem ein Minus gegenüber dem letzten Mal und vor allem es wäre der Verlust der absoluten Mehrheit. Jetzt haben Sie schon gesagt, absolute Mehrheiten sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Dennoch könnte sich mit 45% und ein bisschen was vielleicht sogar die absolute Mehrheit ausgehen, wenn nämlich die Grünen oder die Neos nicht in den Landtag kommen. Spitzen Sie vielleicht doch ein bisschen auf die absolute Mehrheit? Ich glaube, jeder, der sich heute in der Gegenwart umschaut, weiß, dass absolute Mehrheiten heute nicht mehr erreichbar sind. Ich orientiere mich an den stärksten amtierenden Landesparteien und an den stärksten Landeshauptleuten in Österreich. Denn ich weiß, was ein Erfolg ist. Mir geht es darum, in den nächsten zwei Wochen um Stimmen zu werben für das Miteinander. Und was viel wichtiger ist wie die Prozentpunkte, ist das Miteinander, dass es auch in den nächsten 5 Jahren ein Miteinander gibt, damit wir Niederösterreich wieder ein Stück nach vorne bringen. Aber Ihr Wahlziel ist was? Ab wann, sagen Sie, ist es ein Erfolg? Ab wann sind Sie zufrieden? Ja, die Umfrage zeigt hier 45% und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, das wäre ein sensationelles Ergebnis. Also da wären Sie höchst zufrieden, wenn Sie wäre das ein erreichen. Sensationelles Ergebnis. Ja. Die SPÖ kommt laut der aktuellen Umfrage auf 22%. Jetzt muss man dazu sagen, Ihr Vorgänger hat ja bei der letzten Wahl das historisch schlechteste Ergebnis in Niederösterreich eingefahren. Das wäre ein leichtes Plus. Die große Sensation, das muss man aber ganz ehrlich sagen, noch nicht. Wären Sie mit den 22% zufrieden oder wäre das dann doch eine Enttäuschung für Sie? Naja, die Konstellation ist einmal wichtig. Wichtig ist, dass die absolute Mehrheit der österreichischen Volkspartei gebrochen wird, sowohl an Stimmen als auch an Mandaten im Landtag. Das ist eines der Wahlziele, die wir haben und als Partei sollten wir stärker werden. Da muss man jetzt einmal den historischen Kontext auf der einen Seite sehen und dann die Thematik auf der anderen Seite. Im historischen Kontext gilt vielleicht, die Sozialdemokratie hat in der Vergangenheit in Niederösterreich seit 1986, glaube ich, mit einer Wahl, das war 2003, diese ausgenommen, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verloren. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Aufwärtsbewegung, sondern eher das Gegenteil davon. Und wenn es uns gelingt, diesen
Trend weg von der Sozialdemokratie wieder umzukehren und klarzumachen, dass die Sozialdemokratie eine Partei ist, die auf der Seite der Menschen steht, dass die Mehrheit der Menschen in Niederösterreich, auch in Niederösterreich, eigentlich den sozialen Zusammenhalt, die Gemeinsamkeit in der Gesellschaft, Gerechtigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten, Chancengleichheit im Mittelpunkt der Politik sehen will und dass die Sozialdemokratie die Partei ist, die dafür steht, dann haben wir den Umkehrtrend geschafft. Wir stehen in der Mitte der Wahlbewegung. Wir haben noch 14 Tage vor uns. Wir bemühen uns redlich und ich glaube, wir haben auch sehr guten Zuspruch bei vielen Kontakten. Ich war gestern erst in Mödling und in Baden mit sehr vielen Bürgerinnen und Bürgerkontakten und ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin. Dennoch könnte es passieren, dass die FPÖ die SPÖ überholt. Also sprich, die SPÖ könnte erstmals in Niederösterreich auf Platz 3 zurückfallen. Das wäre ziemlich bittere Pille. Würden Sie persönliche Konsequenzen ziehen, wenn die SPÖ nur noch Dritter ist? Und wenn es uns gelingt, klarzumachen, dass die FPÖ auf Bundesebene die Partei ist, die noch im liegen Umfeld, die sich als soziale Heimatpartei verkauft, aber gleichzeitig dafür steht, dass man eigentlich die sozial Schwächeren benachteiligt, Stichwort Mietrecht, Stichwort die Thematik Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, bedarfsorientierte Mindestsicherung, Zugriff aufs Eigentum, Stichwort Abschaffung der Aktion 20.000, dann mache ich mir diese Sorgen in Wahrheit nicht. Es gibt noch eine zweite Umfrage, die ich mir gerne anschauen würde, und zwar ist das jene, wie viel Prozent der Wähler haben sich schon entschieden, wie viele sind noch unentschlossen. 40% sagen ja, sie haben sich fix entschieden. Man muss dazu sagen, in Niederösterreich gibt es knapp 1,3 Millionen Wahlberechtigte, also 40% sagen ja, sie wissen schon, wen sie wählen. 20% sind sich relativ sicher, also man muss sagen, circa zwei Drittel, 60% wissen, wen sie wählen, aber 20% sagen, sie sind noch nicht sicher und 20% sind unentschlossen. Frau Landeshauptfrau, was wollen Sie denn jetzt machen in diesen letzten zwei Wochen, in diesen 14 Tagen, um diese 40% Unentschlossenen, den einen oder anderen sozusagen noch davon zu überzeugen, wieder zur ÖVP zurückzukommen oder vielleicht diesmal erstmals die ÖVP zu wählen? Gerade dieser hohe Prozentsatz zeigt, dass wir die nächsten zwei Wochen intensiv nutzen müssen, um mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten und vor allem auch mit dem Programm von Niederösterreich für Niederösterreich zu werben. Warum betone ich das so, Programm von Niederösterreich für Niederösterreich? Weil wir einen langen Programmprozess hinter uns haben, wo wir die niederösterreichischen Landsleute eingebunden haben. Dieses Programm liegt jetzt vor und dieses Programm für Niederösterreich ist eben das Spiegelbild der wichtigsten Anliegen der niederösterreichischen Bevölkerung. Diese wichtigsten Anliegen müssen wir in den nächsten Jahren zu unseren wichtigsten Aufgaben in der Politik machen. Und da ist eines, dass das zentralste Thema das Thema Arbeit ist. Das ist das wichtigste Thema für die niederösterreichischen Landsleute. Das heißt für uns Arbeit sichern, Arbeit schaffen. Auch wenn die Ausgangssituation derzeit eine sehr gute ist mit unseren Beschäftigten, 600.000 pro Monat, dann das größte Absinken der Arbeitslosigkeit von 6%. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass es viele Menschen gibt, die Sorge haben, keinen Arbeitsplatz zu finden oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und deswegen haben wir auch mit allen sozialen Partnern einen Beschäftigungspakt geschlossen und investieren in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 1,3 Milliarden Euro, um die Menschen fit zu halten oder fit zu machen. Das heißt, fit zu halten, damit sie auch wirklich im Arbeitsprozess bleiben können und bestehen können. Und fit zu machen, damit sie wieder Fuß fassen können am Arbeitsmarkt. Das ist unser größtes Anliegen und unsere größte Aufgabe. Okay. Herr Schnabel, nimmt Ihnen die Frau Landeshauptfrau da ein bisschen die Butter vom Brot mit dem Thema Arbeit? Das wäre eigentlich ein klassisches sozialdemokratisches Thema. Es kommt ja darauf an, welche Schwerpunkte man setzt. Die Frau Landeshauptfrau hat noch im Oktober gesagt, sie stellt sich vor aus der Aktion 20.000, 4.000 Arbeitsplätze im Jahr 2018 für Niederösterreich zu kreieren. Dann kommt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die neue Bundesregierung daher, schafft diese Aktion mehr oder weniger über Nacht ab. Und dann erfolgt die Aussage der Österreichischen Volkspartei, naja, das GEMA 50 Plus ist eigentlich eh das bessere Programm. Aber tatsächlich ist
das Faktum, dass wir aus der Aktion 20.000 im Pilotbezirk Baden 170 Beschäftigungen haben. Tatsache ist, dass wir wirklich für Niederösterreich 4.000 zusätzliche Arbeitsplätze erwarten konnten. Tatsache ist, dass diese Aktion 20.000 eigentlich, wenn man es pro Kopf im Aufwand rechnet, sehr geringe Kosten verursacht. Und Tatsache ist, dass wir eine Arbeitslosigkeit haben, die im Bereich 50 plus nach wie vor steigt, obwohl wir gute Konjunkturdaten haben. Und wenn es uns nicht gelingt, auch den Menschen über 50 Perspektiven zu geben, dann muss man noch dazu sagen, wenn die Politik ein, zwei Jahre in die Zukunft schaut, wenn wir 2019 sehen, wie die Experten voraussagen, dass sich die Konjunktur abschwächen wird, dann wird dieses Problem eher größer werden als kleiner. Das heißt, wir brauchen dringend richtige Konzepte, die Perspektiven für genau diese Zielgruppe geben. Es ist ganz wichtig, den 50-Jährigen plus eine Perspektive zu geben, Beschäftigung zu geben. Und gerade für die Initiative seitens des Bundes ist unsere Initiative GEMA 50 plus Pate gestanden. Und diese Initiative GEMA 50 plus ist auch die bessere Variante, weil wir dabei einen Coach haben und dieser Coach begleitet die über 50-Jährigen und vor allem auch in Weiterbildungsmaßnahmen. Das heißt, diese Initiative 50 plus wird seitens des Landes Niederösterreich weitergeführt, um hier ein attraktives Angebot für ältere Arbeitslose zu haben, um sie in Beschäftigung zu bringen. Ich halte das für einen ganz wichtigen und zentralen Punkt und deswegen auch diese Schwerpunktsetzung auf diese Initiative. Jetzt haben wir das erste Thema dieses Wahlkampfs, das Thema Arbeit, abgehackt. Es gibt, muss man sagen, in diesem Wahlkampf sonst überschaubar viele Themen. Es ist jetzt nicht der große Inhaltswahlkampf bisher zumindest. Es ist überhaupt ein sehr kurzer Wahlkampf. Was sind denn die großen Themen, die jetzt kommen sollen? Ja, es ist der kürzeste und intensivste Wahlkampf aller Zeiten, wo es jetzt darum geht, die Themen auch zu positionieren und die Menschen auch zu informieren. Ein Thema haben wir bereits angesprochen, das ist das Thema Arbeit. Ein zweites zentrales Thema ist natürlich Mobilität in einem Land wie Niederösterreich. Das ist ein Pendlerland. Dann natürlich das Thema Gesundheit und ganz wichtig auch das Thema Familie. Das heißt, vier Themenblöcke, die vor allem die wichtigsten Anliegen der niederösterreichischen Landsleute darstellen. Das wissen wir aus unserer Programmdebatte. Und diese nächsten 5 Jahre gehören auch diesen Themen. Du darfst vielleicht beginnen auch mit dem Thema Mobilität. Da ist ja gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel passiert. Da müssen wir weiterarbeiten und auch neue Wege gehen. Wir haben diesbezüglich auch einen Mobilitätspakt abgeschlossen im Ausmaß von 3,3 Milliarden Euro, wo es darum geht, den Straßenverkehr, den öffentlichen Verkehr und vor allem auch die E-Mobilität zu stärken. Vor allem mit einer Zielsetzung, dass die Menschen schneller von A nach B kommen, dass sie schnell und sicher von zu Hause auf ihren Arbeitsplatz kommen und wieder vom Arbeitsplatz wieder zurück. Und neue Wege, damit meine ich, dass wir uns auch der Diskussion stellen müssen, U-Bahn-Verlängerung ins Wiener Umland. Das ist der stärkst wachsende Raum in ganz Europa und da müssen wir natürlich über 2020 hinausdenken. Also Sie sind für eine Verlängerung der U-Bahn ins Wiener Umland, also beispielsweise nach Klosterneuburg wird da ja auch immer wieder andiskutiert. Gab es dazu schon Gespräche mit der Stadt Wien und wie stellen Sie sich das konkret vor? Also wir haben hier ein eigenes Gremium eingerichtet, wo die betroffenen Gemeinden unter dem Vorsitz von Experten und dem zuständigen Landesrat hier die Entscheidungsgrundlage aufarbeiten. Und sobald die Entscheidungsgrundlage da ist, müssen wir dann selbstverständlich die Gespräche auch mit der Bundesebene führen. Aber es wird auch darüber zu diskutieren sein, Realisierung der Waldautobahn. Das heißt, auch hier gibt es eine ganz klare Vorstellung, dass wir eine Entscheidungsgrundlage hier vorbereiten und dann eben darüber entscheiden. Herr Schnabel, die Themen, wie gesagt, sucht man derzeit ein bisschen vergeblich in diesem Wahlkampf. Wäre es nicht auch irgendwie sozusagen an Ihnen oder an der Opposition, dass man mal
hier, oder Opposition sind sie ja nicht, weil die SPÖ sitzt ja auch in der Landesregierung, aber sozusagen an der SPÖ hier auch neue Themen aufzugreifen, weil auf ihren Plakaten sucht man eigentlich vergeblich nach Themen. Man sieht viele lustige Bilder, aber Themen sind da eigentlich keine zu finden. Das ist nicht richtig. Wenn Sie die Plakate ansprechen, dann symbolisiert oder zeigt das vielleicht auch meinen Zugang zu den Menschen. Ich habe lieber einen Scherz auf den Lippen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil ich habe die Erfahrung gemacht und eine Geschäftsfrau gestern hat mir das auch erst gesagt, sie redet lieber mit jemandem, der lächelt und einen Scherz macht, als mit jemandem, der griesgrämig daherkommt. Aber richtig ist, dass wir auch über 250 Themenpunkte auf den verschiedenen Sujets ansprechen. Und ich möchte zunächst einmal, bevor ich auf das Thema Mobilität komme, schon noch einmal sagen, so schnell lasse ich die Frau Landeshauptmann aus dem Thema Arbeit nicht aus. Was wir jetzt sehen in der Bundesregierung, und da ist wohl auch das Land gefordert, das ist eine signifikante Verschlechterung in vielen Bereichen, vom 12-Stunden-Arbeitstag über die 60-Stunden-Arbeitswoche bis hin zu Verschlechterungen sozusagen im Arbeitslosengeld oder in der Notstandshilfe und der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Und da gibt es auch eine Belastung, die das Land trifft. Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung kommt nämlich Hartz IV durch die Hintertür. Das heißt, in Niederösterreich sind über 60.000 Menschen ohne Arbeit. Wir haben davon 34,1% Menschen über 50, die ohne Arbeit sind, mit einer Perspektive bei Abschwächung der Konjunktur ab 2019, die noch schlechter ist. Und das bedeutet ganz klar, dass die, weil über die Hälfte der Niederösterreicher und Niederösterreicher wohnen in Einfamilienhäusern, dass die zum Schluss dann nicht nur keine Perspektive am Arbeitsmarkt haben, sondern dass man denen dann auch noch das Haus wegsteuert unterm Hintern. Und das kann es nicht sein. Da ist es schon ganz klar, dass wir Perspektiven geben müssen, wie wir die Situation am Arbeitsmarkt entlasten, aber auch Sicherheit geben müssen. Das hätte mir von Ihnen erwartet, wie es der Vorarlberger Landeshauptmann gesagt hat, dass die schwarz-blaue Bundesregierung nicht alles machen kann, was Unternehmen entlastet und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlechter stellt. Zur Mobilität. Ja, wir sind auch dafür, die Verlängerung der U-Bahn nach Schwechat, nach Burgersdorf, nach Klosterneuburg zu prüfen und wenn sie sich rechnet, das auch durchzuführen. Was die ÖVP dazu sagt, da fehlt mir deswegen der Glaube, weil ich habe jetzt zurückgeschaut, sozusagen, das war schon ein Thema im Wahlkampf 2013 und davor im Wahlkampf 2008, gleich wie die Waldviertelautobahn seit 1996 ein Wahlkampfthema ist. Wir wissen, dass solche großen Verkehrsprojekte nicht von einem Tag auf den anderen realisierbar sind. Und wir haben daher auch zusätzliche Alternativkonzepte in unserem Verkehrskonzept vorgeschlagen. Das heißt, natürlich ist die U-Bahn ein Thema, wenn Sie sich rechnet, dass wir die Verlängerung propagieren und auch durchführen. Aber es muss auch Alternativen geben, wie zum Beispiel die Schnellbahntaktung, vielleicht nach Burgersdorf in 7 Minuten, nach Klosterneuburg in 10 Minuten und so weiter. Und wir müssen wissen, dass wir auch sehr, sehr viele Pendlerinnen und Pendler aus dem Südraum haben. 41% der Menschen aus dem Industrieviertel pendeln nach Wien. Da waren jetzt einige sag ich mal, Vorwürfe gegen die Frau Landeshauptfrau oder die ÖVP im Raum, deswegen will ich Sie gerne zu Wort kommen lassen, was Sie dazu sagen. Ja, ich greife das auch gerne auf, weil ich glaube, wir haben ja die gleiche Zielsetzung, nämlich den arbeitslosen Menschen Beschäftigung zu geben, ihnen in den Arbeitsprozess zurückzuverhelfen. Und da sind zwei Gruppen auch angesprochen. Das sind zum einen die älteren Arbeitnehmer, wo wir diese Initiative GEMA 50 Plus speziell anbieten. Und da haben wir natürlich auch die Jungen, wo wir wissen, dass wir 7.000 haben, die ihre Ausbildung abgebrochen haben. Und das war ja auch der Grund, warum ich diese Woche auch gemeinsam mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer ein spezielles Paket vorgestellt habe zur Lehrlingsoffensive und Fachkräfteoffensive, dass wir sie rechtzeitig abholen und vorbereiten und ihnen ein Sprungbrett verschaffen in eine Lehre zu kommen. Und da gibt es ganz klare Maßnahmen, die wir hier setzen. Ich glaube, da haben wir die gleiche Zielsetzung. Genauso beim Thema Mobilität auch die gleiche Zielsetzung. Wir wollen, dass die Menschen einfach so schnell als möglich und sicher von A nach B kommen. Und deswegen dieses 3,3 Milliarden Paket, wo es natürlich gerade rund um Wien
sehr viel an Zuwachs gibt, weil so viele Betriebe sich ansiedeln, weil so viele Menschen sich dort ansiedeln und deswegen auch die Zielsetzung rund um Wien, hier die Taktverdichtung zu vervierfachen. Das heißt, wir haben hier bereits die Maßnahmen auf Schiene gestellt, damit es auch für die Pendlerinnen und Pendler leichter wird. Ich glaube, das Ziel trennt uns hier überhaupt nicht. Was sie trennt, darüber werden wir gleich weitersprechen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann werden wir auch ein bisschen über diesen Wahlkampf sprechen. Es ist ein sehr kurzer Wahlkampf und vor allem auch über den Bundeswahlkampf, der dem Ganzen vorgelagert war, wo es ja relativ schmutzig zugegangen ist und wie sauber oder schmutzig der Wahlkampf in Niederösterreich ist und wird. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück zum ersten TV-Duell zur niederösterreichischen Landtagswahl hier auf OE24TV. Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Johanna Mikl-Leitner gegen Franz Schnabel. Schwarz gegen Rot. Die amtierende Landeshauptfrau gegen den Herausforderer. Jetzt das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Exklusiv auf OE24TV. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live, heute mit einer Spezialausgabe an diesem Samstagabend und zwar zur niederösterreichischen Landtagswahl, die am 28. Jänner stattfindet. Bei uns zu Gast im Studio ist die Landeshauptfrau der ÖVP Johanna Mikl-Leitner und der SPÖ-Parteichef Franz Schnabel. Wir haben vorher schon ganz kurz über den Wahlkampf gesprochen. Es ist ein sehr kurzer, es ist ein sehr intensiver Wahlkampf in Niederösterreich. Wir haben einen relativ langen Wahlkampf gerade hinter uns, und zwar auf Bundesebene, der nicht nur lange war, sondern der auch besonders schmutzig und teilweise auch sehr untergriffig war. Frau Landeshauptfrau, wie wollen Sie das denn verhindern, dass in diesen kommenden 14 Tagen der Niederösterreich-Wahlkampf da nicht auch noch in Richtung Schmutzkurbelwahlkampf kippt? Ja, also wir haben ja jetzt im Jahr 2018 vier Landtagswahlen. Und da war es mir wichtig, dass wir vor allem die ersten sind, die wählen und einen kurzen, intensiven Wahlkampf machen, damit wir auch die ersten sind, die wieder ganz normal weiterarbeiten können. Und gerade wenn man einen Wahlkampf führt, dann sollte man ihn vor allem auch sehr fair führen. Und mir ist es wichtig, dass wir uns keinem dortigen Campaigning bedienen und dass wir sicherlich auch keine Angriffe oder Untergriffe auf die anderen starten. Denn mir ist wichtig, dass wir nach dieser Intensivwahlkampfphase wieder miteinander für Niederösterreich arbeiten. Das heißt, wir werden uns an derartigen dortigen Campaigning, wie es bei der Bundeswahl stattgefunden, bei der Nationalratswahl, sicherlich nicht beteiligen, wenn es das auf niederösterreichischer Ebene gibt. Die SPÖ hat ja vorgeschlagen, dass es ein Fairness-Abkommen geben soll in Niederösterreich. Sie haben gemeint, also die ÖVP bzw. ihr Landesgeschäftsführer, das ist eigentlich nicht notwendig. Was spricht dagegen? Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, das erwarten sich die Menschen, dass wir einen fairen Wahlkampf betreiben. Dass wir vor allem informieren darüber, für welche Positionen steht denn eine Partei und welche Kandidaten stehen zur Wahl. Das ist unsere Aufgabe, die niederösterreichischen Landsleute darüber zu informieren, wer steht zur Wahl und für welche Positionen stehen wir. Und das tun wir auf faire Art und Weise, fachlich und sachlich. Herr Schnabel, ein Name, der mit diesem Schmutzkübel-Wahlkampf immer wieder in Zusammenhang gebracht wird, ist jener von Thal Silberstein. Jetzt hat die ÖVP im Herbst Vermutungen angestellt, dass Thal Silberstein auch nach dem Jahr 2008 noch für die SPÖ in Niederösterreich tätig gewesen sein soll. Es gibt unter anderem hierzu auch Rechnungen, 40.000 Euro soll die SPÖ für ein Lower Austria Project an Thal Silberstein überwiesen haben im Jahr 2017. Was war das genau und können Sie ausschließen, dass Thal Silberstein in Niederösterreich Wahlkampf oder in Vorbereitung dieses Niederösterreich Wahlkampfs etwas für die SPÖ Niederösterreich getan hat? Ja, das kann ich ganz klar ausschließen. Thal Silberstein hatte beziehungsweise seine Agentur über seine Vermittlung, und ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, hatte im vorigen Jahr im Zusammenhang mit der Bundeskampagne, und er war ja bei der Bundes-SPÖ beschäftigt, für die SPÖ Niederösterreich, das ist ohne dies hinlänglich klargestellt, sozusagen ein Imagevideo kreiert, das wir, glaube ich, im September, ich weiß nicht genau,
vorgestellt haben. Dafür hatte die Bundespartei uns diese Rechnung auch geschickt über den Betrag, den Sie genannt haben, den wir bis heute mangels direkte Auftragvergabe aber noch nicht beglichen haben. Und wir werden uns das auch sehr genau anschauen, ob wir das tun. Wir beschäftigen eine niederösterreichische Agentur. Wir haben drei österreichische Agenturen insgesamt eingeladen, mit uns ein Wahlkampfkonzept zu erarbeiten. Das heißt, bis auf dieses eine Imagevideo schließen Sie aus, dass Thal Silberstein irgendetwas mit Ihrer Kampagne zu tun hat? Absolut, ja. Absolut. Also ich wollte ja sagen, wir beschäftigen eine niederösterreichische Agentur aus Wilhelmsburg. Wir haben insgesamt drei Agenturen eingeladen, ein Konzept für uns zu erarbeiten, drei österreichische Agenturen, und am Ende des Tages hat das Konzept der Agentur Frischer Wind uns am besten gefallen. Wir glauben auch, dass wir damit das Gespräch mit den Menschen am schnellsten finden, so wie wir das wollen, und dass wir mit den Menschen, wenn es gleich auch hohe Aufmerksamkeit gibt, manche Widersprüche gab, damit auch sehr gut ins Gespräch gekommen sind. Apropos Plakate, Sie haben es eh gerade selber angesprochen, die Plakate sorgen ja doch, muss man sagen, für einiges an Aufsehen. Was auch auffällt, ist, Sie werben auf den Plakaten nur mit Ihrem Vornamen, Franz, da kommt das SPÖ-Logo und das Wort SPÖ eigentlich mit keinem Wort vor. Warum eigentlich? Ist Ihnen die SPÖ peinlich? Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind ja quasi mit einem vollständigen Parteinamen plus mit Franz Schnabel angetreten, und wir nutzen da die Besonderheit des niederösterreichischen Wahlrechts, die Personenstimmen begünstigt, Vorzugsstimmen für Personen begünstigt gegenüber Parteistimmen. Seit 2003 ist das der Fall, und die Intention ist genau die, den Namen Franz Schnabel, der erst seit sehr kurzer Zeit in der Politik ist, der natürlich sehr viel Aufholbedarf hat, was die Bekanntheit im Land betrifft, damit zu forcieren und das Ganze zu unterstützen. Frau Landeshauptfrau, wie viel lässt sich der ÖVP diesen Wahlkampf kosten? Ja, da gibt es ja gesetzliche Vorgaben, nämlich bei 6 Millionen Euro. Und hier gibt es auch einen ganz klaren Auftrag an meine Landespartei, das auch einzuhalten. Das heißt aber, Sie werden die 6 Millionen Grenze, werden Sie ausreizen? Dazu gibt es einen ganz klaren Auftrag. Okay. Wie schaut es bei Ihnen aus? Wir haben angeboten, den übrigen Parteien eine Wahlkampfkostenbegrenzung mit der Hälfte der gesetzlichen Möglichkeiten, also bei 3 Millionen Euro. Das haben die übrigen Parteien ja abgelehnt, beziehungsweise speziell die ÖVP nicht angenommen. Das heißt, wir werden uns ungefähr an diese Grenze halten, maximal 3 Millionen, vielleicht 50 plus minus ausgeben für den Wahlkampf maximal. Und wir versuchen auch ganz konzentriert, die Werbemittel so einzusetzen, wie es diesen Möglichkeiten entspricht. Jetzt ist es ja so, in Niederösterreich gibt es eine Proporzregierung momentan. Sprich, die Parteien, die 9,6% sind es, glaube ich, ungefähr, erreichen, sind dann auch mit einem Landesrat in der Regierung vertreten. Dennoch, wenn Sie die absolute verlieren sollten, brauchen Sie zumindest im Landtag eine Mehrheit. Es gibt derzeit, obwohl die ÖVP die absolute hat, ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ im Landtag. Wollen Sie nach der Wahl dieses Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ fortsetzen? Sprich, soll es weiter eine Koalition mit der SPÖ geben? Oder nach Vorbild des Bundes wäre hier vielleicht auch ein Wechsel hin zur FPÖ interessant? Gerade unser Regierungssystem in Niederösterreich spiegelt den Wählerwillen am besten. Sie haben es richtigerweise gesagt. Entsprechend dem Wahlergebnis sind die Vertreter der politischen Parteien auch in der Landesregierung vertreten. Und ich strebe an, ein Arbeitsübereinkommen mit allen, die in der Landesregierung vertreten sein werden. Ah, das heißt, Sie wollen ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ und mit der FPÖ in diesem Fall, weil das werden wahrscheinlich die sein, die in der Landesregierung vertreten sind. Ich will hier dem Wählerwillen nicht vorgreifen, aber wer immer auch in der Landesregierung sitzt, egal welcher politischen Partei zugehörig, strebe ich an, hier ein Arbeitsübereinkommen mit allen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Miteinander, wie gesagt, das Beste für Niederösterreich ist. Herr Schnabel, das ist ein Angebot, das Sie annehmen? Es kommt auf die Inhalte drauf an. Wir hatten uns schon mal im Vorfeld bei der Vorstellung darüber unterhalten, dass natürlich sozusagen eine politische Partei nach der Wahl, das gilt für alle Parteien, nach der Wahl ihre Glaubwürdigkeit nur dann behält sozusagen auf Sicht, wenn sie das Gleiche tut, wie sie vor der Wahl versprochen hat. Und wenn wir dafür eintreten, dass wir uns ganz konzentriert auf das Thema Arbeit und Beschäftigung zum Beispiel
wenden wollen sozusagen und kümmern wollen. Und tatsächliche Fortsetzung der Aktion 20.000 mit Landesmitteln beispielsweise wollen, dann wären wir wenig glaubwürdig, wenn diese Forderung sich im Regierungsprogramm oder in einem Arbeitsübereinkommen nicht wiederfindet. Wenn wir antreten mit einem 365 Euro Jahresticket für den öffentlichen Verkehr, um den zu stärken und nicht der Weg skizziert ist in diesem Arbeitsprogramm, wo sich das wiederfindet, dann wären wir wenig glaubwürdig und wir würden in Wahrheit durch das Arbeitsprogramm verlieren. Und das gilt in Wahrheit für fast alle Themenfelder, die die Menschen in Niederösterreich bewegen. Aber das heißt, ich höre ein bisschen bei Ihnen Skepsis heraus, ob Sie so ein Arbeitsübereinkommen wieder mit der ÖVP schließen und Sie wollen da vielleicht ein bisschen eher die Oppositionsrolle künftig ausüben gegen Schwarz-Blau? Das habe ich nicht gesagt. Ich bin offen für ein Gespräch über ein Arbeitsübereinkommen, aber auf den Inhalt kommt es drauf an. Mhm. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, Sie würden auch der FPÖ, sofern sie in der Landesregierung vertreten ist, aber danach schaut es momentan aus, anbieten, Teil dieses Arbeitsübereinkommens zu sein. Der FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer hat sie vor einigen Wochen in einer Presseaussendung als Moslem-Mama bezeichnet und noch einige andere Unfreundlichkeiten in ihre Richtung geschossen. Können Sie sich nach diesem Saga mit ihm eine Zusammenarbeit vorstellen? Schauen Sie, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wofür ich stehe und wofür ich mich die letzten Jahre eingesetzt habe, nämlich für eine strenge Asylpolitik. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, die Wählerinnen und Wähler werden am 28. Jänner entscheiden, ob wir einen derartigen Stil, wie eines Herrn Landbauer, auch tatsächlich in Niederösterreich brauchen. Was sagen Sie zu den Angriffen des Herrn Landbauers auf die Landeshauptfrau? Hätte er sich das verkneifen können müssen? Ja, er hat beschrieben in einem Standard-Interview, glaube ich, dass er das sagen musste, um selbst bekannt zu werden. Also mit überspitzten Formulierungen. Es ist nicht mein Stil und ehrlich gesagt, ich halte von solchen Vorgangsweisen, solchen Überspitzungen, auch solchen eher, da fällt mir jetzt gar nicht das richtige Wort ein, schändlichen Darstellungen nichts. Ja? Okay. Gibt es ja nicht nur vom Herrn Landbauer, sondern generell auch von der SPÖ, aber auch von den Neos und von den Grünen in diesem Wahlkampf auch viel Kritik an Niederösterreich und an der Politik der letzten Jahre, obwohl der ein oder andere auch in der Landesregierung selber mitvertreten war, aber das sei mal dahingestellt. Was halten Sie denn dem entgegen? Wie gut steht denn Niederösterreich Ihrer Meinung nach wirklich da? Ja, ich glaube, wenn man Niederösterreich heute mit dem Niederösterreich vor 20 oder 30 Jahren vergleicht, weiß, dass wir hier viel erreicht haben, dass wir heute ein Wirtschaftsland sind, ein Wissenschaftsland, ein Kulturland, ein Land mit einer guten Infrastruktur. Und ich glaube, das zeigen auch die Zahlen, Daten und Fakten, dass wir gut unterwegs sind. Aber selbstverständlich müssen wir auf neue Herausforderungen auch neue Antworten finden. Und das tun wir auch. Und deswegen auch die Programmdebatte und Diskussion mit den niederösterreichischen Landsleuten, um eben wirklich auf die Themen zu setzen, die den Menschen in den nächsten Jahren wichtig sind. Ein Thema, das ja auch die FPÖ stark anprangert in diesem Wahlkampf, ist natürlich wieder die Asylthematik. Jetzt ist das ein Thema, das Sie auch schon vor Ihrer Rolle als Landeshauptfrau lange Jahre begleitet hat, nämlich als Innenministerin. Wie wollen Sie denn die Asyl- und Zuwanderungspolitik in Niederösterreich anlegen, beziehungsweise was kann Niederösterreich da als Bundesland überhaupt tun und was ist ohnehin Bundessache? Schauen Sie, zum einen geht es darum, dass die bundespolitische Ebene auch weiterhin schaut, dass eben eine willkürliche Zuwanderung nicht möglich ist. Und zum anderen haben wir natürlich in den Ländern zu schauen, dass wir jene, die da bleiben dürfen, auch wirklich gut integrieren. Und deswegen auch die Initiativen Deutschklassenoffensive bei uns in Niederösterreich, wo wir in den Volksschulen und in den neuen Mittelschulen eigene Deutschklassen einrichten, dort, wo es einen hohen Migrationsanteil gibt. Und das führt zu einer Win-Win-Situation für alle Betroffenen. Zum einen für die Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie so rasch als möglich Deutsch lernen und sich gut integrieren können. Zum zweiten Vorteile für unsere Kinder,
die dadurch nicht gehemmt werden zu lernen. Das heißt, der Unterricht verlangsamt sich nicht und natürlich auch Vorteile für die Lehrerinnen und Lehrer, weil wir dadurch auch 70 Junglehrerinnen und Lehrern ein Angebot machen können. Und ich glaube, das ist einfach der beste Schritt, um beste Integration auch möglich zu machen. Thema Zuwanderungs- und Integrationspolitik. Wie steht Niederösterreich Ihrer Meinung nach da, Herr Schnabel? Ja, ich möchte nur ausholen zur ganzen Darstellung der Frau Landeshauptfrau. Es stimmt, Niederösterreich steht heute besser da als vor 20 Jahren, aber das gilt für alle österreichischen Bundesländer, das gilt für ganz Österreich. Im Vergleich der österreichischen Bundesländer schauen wir zum Beispiel auf das Regionalbruttoinlandsprodukt, da sind wir nur an 8. Stelle der österreichischen Bundesländer in der Verschuldung. Demgegenüber sind wir aber mit 30% höher pro Kopf verschuldet als die Wienerinnen und Wiener, die vielfach von der türkis-blauen Bundesregierung kritisiert werden. Wenn wir die Öffnungszeiten der Kindergärten betrachten, dann sind wir bei weitem nicht an der Spitze. Meine Vision und mein Zugang zu einer Politik in Niederösterreich ist, dass wir Prioritäten dort setzen müssen, um Niederösterreich in all diesen Vergleichsfeldern an die Spitze zu bringen. Wir träumen und können auch gemeinsam träumen, müssen uns auch anstrengen von einem Silicon-Waldviertel beispielsweise, wenn wir 3, 4, 5, 10 Jahre in die Zukunft schauen. Wir müssen uns anstrengen, dass wir im Regionalinlandsprodukt vom 8. auf den 2. oder 1. Platz nach vorkommen, gleich wie Salzburg oder Oberösterreich. Und das gilt für alle Politikfelder, dass wir nicht das Land der geschlossenen, nachmittags geschlossenen Kinderbetreuungsstätten und der dafür hohen Kosten von 270 Euro sind, sondern das Land, das Kinder, Familien auch tatsächlich mit finanziellen Mitteln, vor allem mit Öffnungszeiten, die Frauen unterstützt. Wenn wir über das Thema Migration und Flüchtlinge reden, dann stehe ich am Standpunkt natürlich, dass Sicherheit und Ordnung auf der einen Seite und Toleranz keine Widersprüche sind, sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich stehe als jemand, der 27 Jahre Erfahrung im öffentlichen Dienst bei der Polizei als Polizeigeneral hatte, aber auch der als Präsident des Samariterbundes sehr viel direkte Erfahrung mit der Flüchtlingshilfe hatte, dafür, dass wir in einem Land leben, auch weiterhin in einem Land leben, dass Menschen, die Schutz und Hilfe brauchen, diese auch erhalten und dass Menschen, die sich nicht an Gesetze halten, mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen. Kurze Replik darauf, Frau Landeshauptfrau. Überall, wo wir uns verbessern können, tun wir das gerne und das im gemeinsamen Miteinander. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jahrzehntelang am eisernen Vorhang gelebt haben, wo wir im Vergleich zum Westen, wie Tirol, Vorarlberg, ganz viel aufzuholen hatten und natürlich auch viele Investitionen zu tätigen hatten. Ja, das ist richtig. Und wir sind auch das einzige Bundesland, das eine neue Landeshauptstadt geschaffen hat. Ja, und die hat selbstverständlich Geld gekostet. Und Gott sei Dank wurde hier investiert, denn mittlerweile ist St. Pölten eine prosperierende Stadt, wo sich viele Betriebe ansiedeln, wo vor allem viele ein neues Zuhause finden. Das heißt, ein neues Zentrum Niederösterreichs ist dadurch entstanden und gerade das wird sich für die kommenden Generationen auch verzinsen. Und weil der Vergleich natürlich auch mit Wien angesprochen worden ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das lernt man ja in der ersten Handelsakademie, ich als gelernte Betriebswirtin und Wirtschaftspädagogin weiß, dass das dort auch im Lehrplan drinnen ist, dass man natürlich immer einem Soll auch ein Haben gegenüberstellt. Und wenn man von der Verschuldung spricht, dann müssen wir natürlich auch das Finanzvermögen gegenüberstellen. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier ein Guthaben pro Niederösterreicher von etwa 1.000 Euro. Und das sollte man auch nicht vergessen. Aber ich kann mir jetzt noch gut erinnern, ich möchte es nicht nur wiederholen, weil das ja schon Gegenstand im letzten Wahlkampf war, 2013, was die verspekulierten Wohnbaugelder betrifft, wo das Land zugegeben auf die Kritik des Landesrechnungshofes wohl reagiert hat. Aber das sind schon Tatsachen, die man nicht vom Tisch wischen kann. Und
wenn man um Projekte redet, dann muss man auch sagen, dass wir natürlich für Projekte, die vielleicht als Prestigeprojekte gut sind, manchmal mehr Geld ausgeben, wesentlich mehr Geld ausgeben, als dafür budgetiert werden. Und auf der anderen Seite bei kleinen oder bei Projekten für arbeitende Menschen sparen. Ich möchte Ihnen nur zwei Dinge sagen. Die Mehrkosten für die Gartendullen beispielsweise, wofür 5 Millionen Euro budgetiert waren und das letztlich 21 Millionen Euro gekostet hat, plus die Mehrkosten für Grafeneck, wofür 12 Millionen budgetiert waren und die 25 Millionen gekostet haben. Nur diese Differenz der Mehrkosten würde schon reichen, um die Aktion 20.000 ein Jahr lang zur Gänze für 4.000 Arbeitsplätze mit 4.000 Perspektiven für ältere Arbeitslose zu finanzieren. Herr Landesrat Schnabel, das finde ich jetzt eigentlich schade, dass Sie den Mehrwert von Grafeneck nicht erkennen. Denn gerade Grafeneck ist ein kulturelles Leuchtturmprojekt, ein Leuchtturmprojekt, das mittlerweile internationale Bekanntheit hat, wofür wir hohe Reputation erhalten und wo wir international anerkannt werden dafür. Ich sage Ihnen, die Investition war es dort wert. Denn dort haben wir wirklich einen kulturellen Kristallisationspunkt geschaffen. Sie haben jetzt kritisiert, dass ich den Mehrwert nicht erkenne, den erkenne ich sehr wohl. Ich habe nur das Thema Budgetüberschreitung angesprochen. Noch einmal, für Grafeneck waren genau 12.480.000 Euro budgetiert und abgerechnet wurden dann Kosten von 25 Millionen Euro. Und diese Budgetüberschreitung, die kritisiere ich und sozusagen der Mehrwert dieser Budgetüberschreitung, die Kosten dieser Budgetüberschreitung in einem anderen Projekt für Menschen angelegt, die wäre eine Perspektive, die ich mir wünschen würde und wofür ich auch eintreten werde. Zum Ersten haben wir mit Grafeneck, glaube ich, einen Wert geschaffen, der dazu führt, dass er einen Mehrwert bringt für die Region und für neue zusätzliche Arbeitsplätze. Und Fakt ist auch, dass mir als Landeshauptfrau es ganz wichtig ist, dass für Projekte die Budget auch wirklich so konzipiert werden, dass sie auch eingehalten werden. Da können Sie mich gerne in der Zukunft Das war offensichtlich bei diesen Projekten nicht der Fall. Persönlich gerne ansprechen. Ja, gerne. War die Frau Landeshauptfrau aber auch noch nicht im Amt, muss man fairerweise sagen. So, wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann würde ich noch gerne über die Bundespolitik kurz sprechen. Wir haben seit kurzem eine türkis-blaue Bundesregierung. Sorgt die für Rückenwind bei dieser Wahl oder sorgt die eher bei Ihnen für Rückenwind? Ich glaube, da haben Sie unterschiedliche Meinungen. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück. Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Johanna Mickel-Leitner gegen Franz Schnabel. Schwarz gegen Rot. Die amtierende Landeshauptfrau gegen den Herausforderer. Jetzt das erste Wahlduell zur Niederösterreich-Wahl. Exklusiv auf OE24TV. Ja, willkommen zurück auf OE24TV zum ersten Wahlduell zur niederösterreichischen Landtagswahl zwischen der ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner und dem SPÖ-Niederösterreich-Chef Franz Schnabel. Wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen. Im Bund haben wir seit knapp 3 Wochen jetzt eine schwarz-blaue oder türkis-blaue Bundesregierung. Spüren Sie Rückenwind durch diese neue Regierung, durch diese Regierung mit neuem Stil und vor allem durch den ÖVP-Bundeskanzler? Ja, die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die Menschen sehr genau unterscheiden zwischen einer Wahl auf Bundesebene und einer Wahl auf Landesebene. Denn was ist der Unterschied gerade? Die Landesebene spricht die unmittelbaren Themen an, die die Menschen betreffen. Und deswegen gibt es hier auch eine ganz klare Unterscheidung für die Menschen und vor allem wir sind einfach näher dran. Wird der Sebastian Kurz eigentlich in diesem Wahlkampf, in diesem kurzen Wahlkampf, er war ja bei Ihrer Auftaktveranstaltung noch öfters
präsent sein. Er ist ja, muss man sagen, auch ein Schützling von innen gewesen. Er war ja sein erster Job in dieser Regierung, war damals ein Integrationsstaatssekretär in Ihrem Ministerium. Also Sie haben ihn ja sozusagen ein bisschen sozusagen auf diesem Weg begleitet. Wird er Sie unterstützen noch in diesem Wahlkampf? Ja, Sebastian Kurz und ich haben natürlich eine intensive Zusammenarbeit hinter uns und natürlich auch weiterhin eine sehr gute Ebene der Zusammenarbeit und auch ein sehr enges Verhältnis, nur mit unterschiedlicher Verantwortung. Er ist jetzt als Bundeskanzler verantwortlich für die Bundespolitik und ich bin verantwortlich als Landeshauptfrau für die Politik in Niederösterreich. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass er sich Zeit genommen hat, um bei unserem Wahlkampfauftakt in Tulln mit dabei sein zu können. Das war einfach wieder eine schöne Begegnung. Und wenn es seine Zeit zulässt, freue ich mich, wenn er wieder nach Niederösterreich zu einem Auftritt oder zu einem Besuch kommt. Herr Schnabel, die SPÖ hat ja, muss man sagen, in diesem Wahlkampf nicht unbedingt die größte Positivserie hingelegt. Haben Sie Angst, dass sich dieser Negativtrend der Bundespartei auch ein bisschen auf Niederösterreich projizieren könnte? Nein, ganz so gar nicht, weil die Politik natürlich zwischen Bund und Land ganz unterschiedlich ist. Es sind unterschiedliche Themen zum Teil und unterschiedliche Personen natürlich, die hier die wesentlichen Akteure sind, die Keyplayer sind in dieser Wahlbewegung. Aber ich muss schon sagen, zu Ihrer Frage, nutzt oder schadet das, was auf bundespolitischer Ebene passiert? Die Österreicherinnen und Österreicher, auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sind mit der Hoffnung auf Veränderung in den Silvester gegangen, haben das Jahr 2017 mit der Hoffnung auf Veränderung beendet und sind am Neujahrstag aufgewacht mit dem Bewusstsein, dass ein Kahlschlag an Arbeitnehmerrechten und eine Benachteiligung der arbeitenden Menschen und der sozial Schwächeren in diesem Land stattfindet. Und es gibt natürlich einen Zusammenhang in vielen Politikfeldern zwischen dem, was auf Bundesebene passiert und dem, was auf Landesebene passiert, wiewohl die Landespolitik teilweise für anderes wahrgenommen wird. Ich gebe Ihnen den Zusammenhang gern noch einmal, was der Konnex Arbeitslosengeld abgeschaffte Notstandshilfe bedarfsorientierte Mindestsicherung betrifft. Wir könnten aber auch auf das Thema Gesundheitspolitik gehen, wo im Programm der Bundesregierung drinsteht, dass durch Kürzung der Unfallversicherungsbeiträge um 0,5% insgesamt 3 Milliarden Euro aus dem Gesundheitssystem entnommen werden. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Gebietskrankenkassen beispielsweise dezentral aufgestellt sehr viele Dienstleistungen und Services bieten, die wir im Interesse auch des Landes und der Dezentralität, der Vielfalt des Landes und vor allem der Weiträumigkeit des Landes erhalten wollen. Und das könnten wir fortsetzen beim Bereich Wohnen, auch wenn 55% der Menschen in Niederösterreich in Häusern wohnen, so wohnen daher aber trotzdem 45% im gemeinnützigen Wohnbau oder in Mietverhältnissen. Und hier stehen im Programm der Bundesregierung ganz klar Verschlechterungen mit Lagezuschlägen und Veränderungen des Mietrechts. Und dem müssen wir und werden wir auch begegnen und entgegentreten. Also ich sage eher, ich spüre keinen Rückenwind, ich stehe auf der Seite der arbeitenden Menschen in diesem Land und wir spüren eisigen Wind im Gesicht. Frau Landeshauptfrau, wollen Sie dazu noch was sagen? Nein, schauen Sie, die Bundesregierung hat sich ein ambitioniertes Programm vorgenommen. Das neue Jahr ist einige wenige Tage alt und wir werden die Bundesregierung in einigen Monaten daran messen, was sie an positiver Veränderung bewegt haben. Sie sind aber zufrieden mit den ersten 3 Wochen? Ja, da gibt es momentan nur Diskussionen. Ich warte auf die fertig abgearbeiteten Themen, die vorgelegt werden und dann werde ich diese auch beurteilen. Es ist nie mein Stil gewesen, dass sich der Bundesregierung etwas über eine Fernsehdebatte ausrichten lasse. Ich warte ab, wie ist das Arbeitsprogramm in den einzelnen Themenfeldern und dann beurteile ich es. Aber Sie können sicher sein, ich bin immer an der Seite der Menschen. Das ist mir wichtig, das ist heute so und wird auch morgen so sein. Die Diskussionen, das sind natürlich Nebelgranaten werfen, weil die Frau Hartinger ist ja gleich nach dem Herrn Kopf das erste Mal
in der Zeit im Bild 2 aufgetreten und danach gab es den Herrn Kurz, den Herrn Strache, die eine andere Version dargestellt haben und jetzt plötzlich ist für sozialpolitische Maßnahmen dann der Verkehrsminister und der Europaminister zuständig, um hier ein Konzept auszuarbeiten. Und der Herr Sozialsprecher der Österreichischen Volkspartei im Parlament hat ja ohne dies auch schon ganz klar gestellt, in welche Richtung der Zug geht. Ich vermute, hier wird mit Nebelgranaten geworfen, um erst Klarheit zu haben nach den 4 Wahlgängen in den Ländern. Aber das ist etwas, was die Menschen verunsichert und wo wir ganz genau hinschauen müssen. Und gerade wenn es um das Soziale geht, können sich die niederösterreichischen Landsleute auf uns in Niederösterreich verlassen. Denn man braucht nur das Budget anschauen. Mehr als die Hälfte des Budgets geht in den Sozialbereich. Und das ist das, was wir immer als Landespolitiker überlegen müssen. Was können wir für unsere niederösterreichischen Landsleute tun? Dann würde ich mir wünschen, dass Sie sich den Worten von Herrn Landeshauptmann Wallner anschließen. So. Wir kommen schon zur Schlussrunde, wir können nicht zu lange an diesem Thema festhalten. Ich würde noch einmal von der Bundespolitik zurück nach Niederösterreich schwenken. Wie gesagt, am 28. Jänner ist Wahl. Vielleicht die vorletzte Frage, was schätzen Sie denn am jeweiligen Gegenüber? Was schätzen Sie an der Frau Landeshauptfrau? Ich werde Sie beim Wort nehmen, wenn es um Zusammenarbeit geht. Derzeit haben wir das Gefühl von der Sozialdemokratie, mit der absoluten Mehrheit wird über Angelegenheiten und Wünsche der anderen Parteien drüber gefahren. 170 Anträge im Landtag der anderen Parteien in den letzten 5 Jahren sind eigentlich vergraben worden, wenn man so möchte. Aber ich schätze zumindest den Anspruch, dass Sie auf Augenhöhe mit den übrigen Parteien zusammenarbeiten möchte und dieses Angebot möchte ich auch geben. Warum soll jemand SPÖ wählen am 28. Jänner und nicht die ÖVP? Weil Niederösterreich, das muss man ja neidlos anerkennen, steht ja jetzt wirklich nicht schlecht da als Bundesland. Und das habe ich ja schon ausgeführt, wo wir Kritikpunkte haben, sozusagen in der Position des Landes Niederösterreich, Stichwort regional Bruttoinlandsprodukt, 8. Platz, aber viele andere Felder auch. Niederösterreich braucht und kann als größtes österreichisches Bundesland nur eine Politik brauchen, die sich an den Interessen der Menschen orientiert und dazu bedarf es auch eines starken politischen Ausgleichs, eines Gegengewichtes zu Schwarz-Blau im Bund. Das kann ja nicht sein, dass hier gegen die Menschen Politik gemacht wird und das können wir nur garantieren, wenn die Sozialdemokratie so stark als möglich ist. Frau Landeshauptfrau, abschließende Frage an Sie gerichtet. Warum soll die ÖVP in Niederösterreich weiter die starke Kraft sein? Vielleicht auch, was ich an dem Kollegen schätze und der SPÖ schätze, weil wir in der Regierung 99,8% aller Regierungsvorlagen einstimmig beschlossen haben. Das heißt, jede Regierungssitzung, wo wir Argumente austauschen können und dann gemeinsame Entscheidungen treffen. Und zum Zweiten, warum sollen die niederösterreichischen Landsleute ÖVP wählen am 28. Jänner, wenn sie das Miteinander stärken wollen? Dann freue ich mich, dass Sie die Volkspartei Niederösterreich wählen und dann werden wir auch die Wünsche und Anliegen der Menschen umsetzen. Frau Landeshauptfrau, Herr Schnabel, vielen Dank für den Besuch Gerne. Bei uns im Studio. Danke, dass Sie Gerne. Dieses erste Danke. Duell zur niederösterreichischen Landtagswahl hier bei uns ausgetragen haben. Bei uns geht es jetzt gleich spannend weiter und zwar mit den Nachrichten. Wir schalten dann gleich wieder zur Großdemo in Wien gegen die schwarz-blaue Bundesregierung und davor noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich wieder zurück.